Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine kleine Vorschau und Prediction für die Premier League Playoffs. Die finden in dieser Woche am Donnerstag, am 23.05. in der O2 Arena von London statt. Und das ist einer der größten Darts-Abende des Jahres. Es geht natürlich um den großen Premier League-Titel. Nach 16 Wochen gibt es eine Top 4 und diese Top 4 spielen jetzt eben an diesem Abend in den Playoffs, in Halbfinals gegeneinander und dann natürlich noch im Finale um den Titel. Dazu soll es jetzt eine kleine Prediction geben und ich würde sagen, bevor es losgeht, lasst aber erstmal ein Like und ein Abo da, damit wir auch mal in Richtung 4000 Abonnenten kommen. Das haben wir nämlich bald geknackt, also supportet mich da gerne. Und ich will auch gar nicht viel drumherum reden. Ihr solltet es alle eigentlich mitbekommen haben. Die Top 4 der Tabelle sind Littler auf der 1, Humphreys auf der 2, Van Gerven auf der 3 und dann noch Mike Smith, der sich am letzten Spieltag noch einen Tagessieg holen konnte. Allerdings hätte auch schon der Sieg gegen Aspinall gereicht. Damit hat er sich nämlich in die Top 4 gespielt und wird auch in den Playoffs mit dabei sein. Und es läuft so ab, die 1 der Tabelle wird gegen die 4 der Tabelle spielen und die 2 gegen die 3. Ganz einfach, das sind die Halbfinals. Die Halbfinals gehen im Format First to 10 Legs und das Finale wird dann First to 11 Legs sein. Also nochmal ein anderes Format als das, was wir in der Premier League eigentlich kennen. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum ersten Spiel. Das wird Littler gegen Smith sein. Die Nummer 1 der Tabelle gegen Michael Smith eben, der sich jetzt noch kurzfristig reingespielt hat in die Premier League Playoffs. Und ich würde erstmal sagen, zu Littler war ja das große Thema. Ich werde jetzt gar nicht so viel auf die Premier League Saison eingehen, weil dazu werde ich noch ein eigenes Video machen nach den Playoffs, wenn da der Sieger feststeht, da werde ich nochmal ganz genau auf die Saison eingehen, aber jetzt will ich erstmal wirklich nur darauf eingehen, wie die Spieler aktuell in Form sind und so weiter. Und bei Littler will ich aber doch mal kurz sagen, dass man das eigentlich nicht erwartet hat bei ihm, obwohl man weiß, wie gut er ist. Und viele haben gesagt, er wird es schwer haben in der Premier League. Natürlich, es war keine einfache Saison und er hat auch viele Niederlagen hinnehmen müssen, das ist selbstverständlich, das muss jeder. Aber dass er wirklich als Nummer 1 in der Tabelle mit 40 Punkten da rausgeht und jetzt eben in den Playoffs eigentlich Top-Favorit ist, das hätte wohl niemand gedacht. Viele haben gesagt, es wird ihm schaden. Ja, es wird einfach zu viel für ihn sein. Das wird nicht sein Ding sein, die Premier League. Das ist zu früh. Und ich glaube, spätestens jetzt kann man eigentlich sagen, es war definitiv nicht zu früh für ihn. Die Premier League war perfekt für ihn. Und die PDC und Sky haben da, glaube ich, die genau richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, auch für die Zuschauerzahlen hat es natürlich viel gebracht und so weiter und so fort. Also es war eine perfekte Entscheidung, den da so früh schon reinzuholen. Und das war ja dann doch ungewiss, muss man sagen, von allen Seiten. Man konnte es nicht predikten, aber man hat die richtige Entscheidung getroffen. Es hat Littler, Stand jetzt, überhaupt nicht geschadet. Jetzt kommen wir aber mal zum Spiel gegen Smith, der sein Angstgegner ist, würde ich sagen, in der PDC. Gegen keinen hat er so oft verloren bis jetzt. Er hat ja gegen eigentlich alle einen positiven Rekord, immer mehr Spiele gewonnen als verloren, aber gegen Smith ist das nicht so. Und da kommt er irgendwie immer nicht richtig klar. Grund, keine Ahnung, kann ehrlich gesagt auch Zufall sein, aber Mike Smith ist halt auch einfach ein brutaler Spieler und Smith ist jemand, das ist vielleicht einer der besten Formen, in denen wir ihn so in den letzten Jahren nach seinem WM-Titel gesehen haben. Nach seinem WM-Titel kam nämlich in den beiden Jahren, würde ich jetzt sagen, nicht mehr so extrem viel, hat wenig Titel gewonnen, hat jetzt auch vor ein paar Wochen nochmal einen Pro-Tour-Titel gewonnen, also da läuft es eigentlich auch und hat sich jetzt eben grandios in die Playoffs gespielt. Das Spiel gegen Aspinall war einfach nur Weltklasse, das war perfekt. Unter diesem Druck zu performen und so ein Spiel abzuliefern. Einmal die 136 waren schon mega, die er gecheckt hat gegen Aspinall und diese 132 über Bull-Doppel-16, pure Weltklasse, das in der Situation so zu spielen, das hat mich richtig begeistert und einen Smith, den ich eigentlich schon fast gar nicht mehr kannte, haben wir da gesehen. Deswegen war ich da sehr begeistert vom Bully Boy. Das heißt auch, dass er Littler auf jeden Fall gefährlich werden kann. Aber ich habe Littler schon so oft angezweifelt und er hat es mir so oft wieder bewiesen, dass er es doch kann. Er hat mir das Gegenteil bewiesen. Und deswegen bin ich hier in einem krassen Zwiespalt. Bin ich im anderen Halbfinale auch. Also es wird ein richtig geiler Abend, glaube ich, in dem es schwer vorherzusagen wird, wie es denn am Ende ausgehen wird. Ah, und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich glaube, ich würde trotzdem eher mit Littler gehen. Einfach aus dem Grund, dass ich ihm mittlerweile alles zutraue einfach. Und Smith ist mir dann doch zu ungewiss, auch wenn er eben in den letzten Wochen extrem gut war, in der Topform, weiß ich nicht, ob er dann doch das Zeug dazu hat, mit so einem brutalen Littler klarzukommen. Aber es wird auch eine neue Situation für Littler, weil es ist do or die in diesem Spiel. Und Smith kennt das mehr, ist mehr erfahren und deswegen ist das einfach ultra gefährlich auch für Littler, weil es ist jetzt nicht eben so wie in der Premier League, wie man es kennt, wenn man mal einen Abend verliert, okay, am nächsten Abend mache ich es. Und dann irgendwann hat er die Playoffs sicher und dann spielst du halt mit viel weniger Druck. Dann kannst du auch mal ein Spiel verlieren, dann kannst du auch mal ein Spiel kacke spielen, dann kannst du auch mal eine schlechte Phase haben. Aber das ist jetzt natürlich in den Playoffs nicht so, das ist K.O. Wenn du da das Ding verkackst, wenn du da 5 Minuten hast oder 10 Minuten, sagen wir mal, hast die du nicht am Start bist und einfach nicht dein Spiel auf die Bühne bringen kannst, das kann dann schon den Michael Smith ausnutzen und sich dann
an dir vorbeitanken und diesen Abstand, auch wenn du danach wieder besser spielst, den kannst du nicht mehr aufholen. Das kann passieren, aber ich glaube, ich gehe in diesem Halbfinale mit Littler. Und das heißt, er wird mein erster Finalist für den Premier League Playoffs. Das zweite Halbfinale ist für mich genauso spannend. Einfach, weil Humphreys wieder in richtig guter Form ist. Finale in Kiel gespielt, Finale dann auch gegen Smith bei der Premier League am letzten Spieltag. Das sind eben nur kleine Dinge, die ihn dann am Ende vom Sieg abhalten. Hat ja auch einen neuen Data in Kiel geworfen, also der Junge ist zurzeit in richtig guter Form wieder. Van Gerwen würde ich sagen, ist in schlechterer Form, generell in diesem Jahr überhaupt in schlechterer Form, ist einfach nicht so gut wie Humphreys dieses Jahr. Genau das gleiche hatten wir eigentlich schon letztes Jahr, er war nicht in der Premier League vor allem so übertrieben dominant und ist, glaube ich, da auch Dritter geworden. Das ist natürlich auch eine Sache, als Dritter in der Premier League-Tabelle gehst du natürlich nicht als Top-Favorit in dieses Playoff-Format. Allerdings hat er sich dann den Titel geholt, zum 7. Mal und ist damit Rekordsieger in der Premier League geworden. Zieht damit an Phil Taylor vorbei. Und genau das gleiche Gefühl muss man auch jetzt haben. Nicht die perfekte Premier League-Saison, aber hat die Playoffs klar gemacht und das auch eigentlich relativ sicher. Komische Saison irgendwie gewesen, aber im Endeffekt steht er jetzt da gegen Humphreys, einen ultra schwierigen Gegner. Ich glaube, dass man ihm einfach immer dieses Ding zurechnen muss, dass er die Premier League einfach so gerne mag und die so oft gewonnen hat wie kein anderer. Und deswegen glaube ich, dass er ultra gefährlich wird für Humphreys, der in richtig guter Form ist. Aber wenn man jetzt auf die letzten Wochen, Monate irgendwie guckt, auch auf die Duelle Humphreys-Van Gerwen, dann war Humphreys eigentlich immer überlegen. Und irgendwie sagt mir, dass es dieses Mal auch das Ding ist, dass Humphreys besser sein wird. Ich will Van Gerwen einfach nicht abschreiben in diesen Playoffs, weil er so, so gefährlich ist. Aber ich gehe trotzdem mit Humphreys, dass er das Finale machen wird. Das heißt, eigentlich, obwohl ich mich so schwer tue und die Duelle so knapp werden können, glaube ich trotzdem, dass die Nummer 1 und die Nummer 2 der Premier League auch im Finale stehen werden. Es ist natürlich auch immer der Faktor, wann spielst du denn Halbfinale als erstes oder zweites? Und Littler wird halt das erste spielen und Humphreys das zweite. Und es ist ein Faktor, das kann man nicht außer Acht lassen, dass man, wenn man als zweites das Halbfinale spielt, hat man einfach weniger Pause. Was auch ein Faktor ist, wo man dann aber erst am Abend selber drauf gucken kann. Wie aufreibend sind diese Halbfinals? Es ist zum Beispiel eine ganz andere Dynamik. Stellen wir uns vor, Littler gewinnt locker 10-4 gegen Smith, ohne großes Drama, geht durch, spielt ein Mega-Match. Und dann kommt aber Humphreys und muss in den Decider gegen Van Gerwen, muss da wirklich alles ja, aufwenden, hat Matchstarts gegen sich, muss dann High-Finish zum Match rausnehmen. Da fällt dann Druck von dir ab und das ist dann eine ganz andere Situation. Dann hast du einen Humphreys, der völlig erschöpft ist von seinem Halbfinale und einen Luke Littler, der schon eine Stunde Pause hatte und eigentlich noch gar nicht richtig kämpfen musste. Das ist eine ganz andere Dynamik dann im Finale. Das heißt, da kommt es eben auch sehr, sehr am Tag darauf an, wie es läuft. Aber das kann man jetzt eben nicht predikten. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass beide halbwegs sicher durchkommen, damit wir hier irgendwie auf den gleichen Nenner kommen für beide. Und dann haben wir eben das Finale, wäre ein Traumfinale für mich, wäre, glaube ich, von der Leistung her die besten beiden Spieler natürlich der Saison gegeneinander, wäre verdient. Ich glaube, da kann Littler dann seinen ersten Major-Titel zumachen und wird Luke Humphreys tatsächlich besiegen. Das ist so mein Gefühl, wenn es dann zum Finale kommt. Einfach natürlich auch durch den Vorteil, dass er dann das erste Halbfinale spielt, der Littler. Und das wäre natürlich eine Mega-Story. Also mit 17 Jahren zum ersten Mal in der Premier League zu sein, sein Debüt zu geben, die Tabelle als Erster abzuschließen, als Tabellenerster in die Playoffs zu gehen. Und dann Michael Smith und eventuell Humphreys oder wer es dann im Endeffekt wird, Van Gerwen. Ich glaube, Littler wird diesen Abend machen, auch wenn es Van Gerwen wird. Es ist einfach an der Zeit für ihn, dass er sich jetzt diesen großen Titel holt. Und das jetzt schon nach einem halben Jahr zu sagen, nachdem er überhaupt hier auf dem PDC-Circuit ist, das schon zu sagen, ist brutal. Aber ich glaube, er kann mit 17 Jahren Premier League Champion werden. Und das ist so mein Gefühl für diesen Abend, weil auch einfach aus der Erfahrung von meinen Predictions, dass ich Luke Littler nicht mehr unterschätzen möchte. Und das habe ich bei der WM getan, das habe ich bei anderen Turnieren getan. Aber generell wird es mega Abend, glaube ich. Also was Besseres hätte ich mir nicht vorstellen können. In der Form, in der Smith ist, ist er auch wahrscheinlich besser als Aspinall, obwohl ich den auch sehr gerne da gesehen hätte. So ist es nicht. Aber ich glaube, wir haben schon die besten vier aus dieser Saison jetzt in den Playoffs, würde ich irgendwie so vom Gefühl her sagen, jetzt auch aktuell in bester Form sind. Deswegen, es wird ein mega Abend und schaltet da gerne ein, natürlich überall zu sehen. The Zone Sport 1 ab 20 Uhr geht es, glaube ich, immer los. Und dann wird die Premier League ihr ja, verdientes Ende finden. Ich freue mich natürlich sehr. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne natürlich eure Predictions unbedingt in die Kommentare. Ich will wissen, was haltet ihr von den Playoffs? Wer setzt sich da durch in den Halbfinals und Finals? Schreibt mir da gerne eure Prediction in die Kommentare an. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer, nach den Playoffs, dann würde ich sagen, mache ich einen kleinen Recap zum Playoff-Abend und auch einen Rückblick auf die gesamte Premier League-Saison. Also sehen wir uns am Freitag oder Samstag wieder, würde ich sagen. Bis dahin, zum nächsten Video.